Ja, da sind wir wieder. Jetzt ist mir mal zur Abwechslung das Spiel hier abgestürzt, aber wenigstens mit einem App-Crash-Mitteilungsgedöns. Also nochmal. Sie in die Gruppe aufnehmen und ihr den Gegen... Nein, ihr den Gegenstand geben. Dir den Gegenstand geben und dir den Gegenstand geben. So. Warum verliert Tungdi ständig seinen Anführerskill? Spielearm weg, dafür Anführer hin. Auf W ist okay. Schwingerschadensbonus und der Schmiedearm. Der Anführer. Sie hat ihre beiden Fähigkeiten. So. Sicher ist sicher. Ein Safe machen. LP 009. So, und dann gehen wir jetzt mal hier oben lang. Die langen Märsche übers flache Land schlagen dir aufs Gemüt. Um dich abzulenken, gesellst du dich zu Boindil. Wie wäre es mit einem Witz? Oh, kennst du schon den mit dem Ork und dem Zwerggelehrter? Du schüttelst den Kopf. Also, kommt ein Ork zu einem Zwerg und sagt: Gebt acht, wir sind nicht allein. Bevor ihr euch auf einen Hinterhalt vorbereiten könnt, steht schon eine kleine Gestalt an deiner Seite. Endlich habe ich euch wiedergefunden. Ihr müsst mir helfen. Du erkennst die dunkelhaarige Zwergin sofort. Giralda, die euch in Vajorn angegriffen hat. Deine Begleiter ziehen ihre Waffen. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen. Das Missverständnis tut mir leid. Doch ihr müsst mir helfen. Es gibt ein Lager der Albe in der Gegend und sie experimentieren an Zwergen. Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, hält sie einen mit Schnitzereien verzierten Knochen hoch. Langsam, langsam. Albe, Experimente, wovon sprichst du? Wenn Albe an Zwergen experimentieren, dann müssen wir helfen. Und wenn das furchtbar ist, unsere Mission ist wichtiger. Nein, wenn an Zwergen rum experimentiert wird, dann müssen wir helfen. Beidrakas, wenn die Albe an Zwergen experimentieren, können wir das nicht ignorieren. Wir müssen die Gefangenen befreien. Wir können die Welt nicht retten, wenn wir Leid direkt vor unseren Augen ignorieren. Wir helfen Giralda. Boindal und die anderen akzeptieren deine Entscheidung. Giralda nickt dir dankbar zu. Ja. Jetzt haben wir sie wieder in der Gruppe. Albische Experimente. Laut Giralda experimentieren irgendwo in der Nähe Albans Zwergen. Sie selber hält sich für ein Resultat dieser Experimente, auch wenn die Herstellung der Feuerklinge Vorrang haben muss. Du kannst dir gedanklich ertragen, Zwergen in Not nicht zu helfen. Ihr musstet die Tunnel verlassen, da die Gleise immer schlechter wurden und ihr euch immer mehr eingestürzte oder einschutzgefährdete Tunnel erwarteten. Je näher ihr dem grauen Gebirge und dem toten Lamm kamt, den Rest des Weges bis zu dem fünften müsst ihr überirdisch zurücklegen. Ja. Also. Gehen wir jetzt erst einmal nach Ackerberg, bevor wir uns dann diese beiden Lager ansehen. Da liegt übrigens auch noch ein Lager, was wir uns ansehen können. Oder eine Stadt. Jetzt brauchen wir übrigens einen Rastvorrat mehr pro Tag, was aber auch nicht so schlimm ist. Als ihr Ackberg betretet, seht ihr keinen einzigen Dorfbewohner. Euch beschleicht ein ungutes Gefühl, das schließlich durch rote Malereien an den Häusern zur Gewissheit wird. Albe. Ja. Betrachten wir erstmal die Malerei. Die mit Blut gemalten Bilder erzählen die grauenvolle Geschichte, wie Albe in das Dorf kamen und die Bewohner töteten. Ihr findet auch einige kunstvoll geschnitzte Knochen. Einige größer wie von Menschen, einige kleiner und kräftiger wie von Zwergen. Als ihr das andere Ende des Dorfes erreicht habt, steht deinen Gefährten die Abscheu ins Gesicht geschrieben. Keiner von euch verliert ein Wort. Ja, suchen wir nach Hinweisen. Wie erwartet, findet ihr keine Überlebenden. Aber auch keine Untoten. Das tote Land ist noch nicht bis hierher vorgerückt. Am nördlichen Rand des Dorfes entdeckt ihr Fußspuren. Das waren Orks. Sieht aus, als ob sie hier gewartet hätten, während die Spitzohren im Dorf ihr Unheil trieben. Es scheint, als wären sie nach Norden weitergegangen. Ja, verbrennen wir die Gebeine und waschen das Blut weg. Ihr sammelt alle Gebeine, die ihr finden könnt, und verbrennt sie. Mit Wasser aus dem Brunnen verwischt ihr die Malereien. Ihr konntet diesen Horror nicht verhindern, aber ihr wollt keine Spur davon zurücklassen. Ja, gehen wir mal hier hin.
Ihr geht durch einst blühende Dörfer, die wegen des Vormarschs des Toten Landes verlassen wurden. Wie aus dem Land selbst ist aus dem Holz vieler Häuser die Farbe gewichen. Unter euren Füßen knistert und knackt ein Teppich vertrockneter Pflanzen. Du weißt nicht, ob das Tote Land jemals wieder vertrieben werden kann. Und selbst wenn, ist es fraglich, ob hier wieder Menschen leben werden. Du seufzt und versuchst, die dunklen Gedanken zu vertreiben. Ja, dann mal nach Norden zu dem nächsten Fragezeichen. Noch geht's mit dem Essen? Oh, riecht ihr das? Kommt! Uik, uik! Ohne auf euch zu warten, läuft Boindil über die Anhöhe und verschwindet dahinter. Ihr folgt ihm, und als ihr die Kuppe erreicht, seht ihr vor euch ein seltsames Schauspiel. Ja, was sehen wir denn Tolles? Ich hab doch gesagt, du sollst sie nicht anrühren. Aber ich hatte Hunger. Ja, Orks, die komisch reden. So, wir haben unsere neue Kampfgruppe zusammengefasst. Sie haben ihre Ausrüstung, also... Hammer, Orks. Was gibt's? Guter Plan. Für die Ersten! Der Hammer! So. Sie kann gleich mal beweisen, was sie drauf hat, indem sie Orks durch die Gegend wirft. Ein gutes Training. Waffen. So. Und jetzt? Abscheuliche Kreatur. Macht wollen die mal ein bisschen Stunk? Dann hauen wir mal den Anführer raus. Ja, bitte? So, das tut mächtig weh. Mach dich bereit! Nur gekämpft und doch verloren! Okay, das hat Valentis mit erwischt. Auf Tungle muss ich gerade ein bisschen Acht geben. Oink, oink, kleines Schweinchen. Wo ist der Nächste? Und weiter. So. Abscheuliche Kreatur. Jo. Soweit, so gut. Was gibt's? Das hat auch wehgetan, denke ich mal. Obwohl, bist du nicht hier noch beschäftigt? Doch, bist du. Mach mal den platt. Hier kommt der Hammer! Und weiter! Der war wohl gekämpft und doch verloren! Abscheuliche Kreatur! Mach dich bereit! Ein gutes Training! Okay. Oh. Ja, sofort! Guter Plan! Einverstanden! Was denn? Tungdin und Bavrago, ihr zieht euch mal kurz zurück. Einverstanden. Ja, bitte? Wo ist der Nächste? Was denn? So. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Ja. Boah, eklig. Wohl gekämpft und doch verloren. Knocken wir mal die Orks ein bisschen zusammen. Ja? Für Vrakas. Auf den Weg. Ach. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Was denn hier? So. Schlag verdammt hart zu. Ein gutes Training. Für Vrakas. Jetzt muss ich die beiden allerdings mal ein bisschen zurückziehen. Was denn? Oink, oink, kleines Schweinchen. Gerne.
sie auch mal ein bisschen. Ja? So. Und jetzt? Oink, oink, kleines Schweinchen. Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Ein gutes Training. Wo ist der Nächste? Pavrakur? Du ziehst dich weiter ganz weit weg zurück. Was gibt's? Du dich auch. Hey, kann mir jemand helfen? Ja. Ergibt Sinn. Du am besten auch mal. So? Hm? Erledigt. Hm? Und jetzt? Wie Boindil das da alleine regelt. Ja? Werden die drei ein bisschen genesen? So. Und jetzt mal die Pfeilwerfer hier loswerden. Erledigt. Da drüben müssen wir dann nachher noch die ganzen Untoten töten. Ja, bitte? Für die Ersten! Gleich erledigt. Ja, ja. Und weiter! Was gibt's? Schluss damit! Erledigt. Ja? Guter Plan. So. Da bist du bereit. Also, da. Was geht? Also los. Wir sind da jetzt wieder recht voll geheilt. Guter Plan. Ja, bitte? Und weiter. Abscheuliche Kreatur. Ja. Auf der Brücke machen sie es zum Glück nicht lange. Hm? Für Wrakas. Und weiter. Schluss damit! Ah! Erledigt. So. Mhm. Da ist noch ein Toter. Wir sollten nicht auf der Brücke stehen bleiben. Dringen wir einfach mal nach vorne. Und jetzt? Mach's weiter! So, Pavrakur, du machst mal Orks weg. Boah, eklig! Der macht's nicht mehr lang! Da bist du platt, oder? Was denn? Steht Boyn da gefährlich hier? Nein. Mhm. Boyn Deal. Weiter vom Gerät. Nicht mehr lang. Also los. Zum Glück sind Untote doch nicht so stark. Warum denn nicht? Wohl gekämpft und doch verloren. So, runter mit dir. Also los. Vom Gerät. Und jetzt? Ja, jetzt geht Boyn da leider auf die Falschen los. So, das war's schon. Der chaotische Kampf zwischen den Orks, den Untoten und euch kommt zum bestmöglichen Ende. Außer euch steht niemand mehr. Ihr beschließt, euch ein wenig umzusehen. Ja. Ein Untoter in einem Käfig. Dich schüttelt es bei dem Gedanken, auch so enden zu können. Du hoffst, dass einer deiner Begleiter Mitleid mit dir haben wird, solltest du auf dem toten Land sterben. Ah, schwarzes Wasser. Je näher ihr dem Pfuhl kommt, desto schlimmer stinkt es nach Verwesung und Tod. Zunächst dachtet ihr, dass es sich einfach nur um schmutziges Wasser handelt. Doch soweit ihr es unter dem Nebel erkennen könnt, wirkt es fast schwarz und hat wundersame Schlieren. Ja, als ob da Öl oder Schlick oder Schlick oder Schlacke oder so herausdrückt. So, hier hinten.
Ist ein großes freies Feld, wo nichts ist. Auch gut. Hier scheint auch nichts zu sein. Da ist aber eine Karte. Es ist eine Karte der Umgebung. Nicht unweit von eurem jetzigen Standort ist eine Stelle deutlich mit einem roten Kreuz markiert. Ist es ein weiteres Ork-Lager oder gar das Lager der Albae? Du markierst die Stelle auf deiner Landkarte. Jo. Auf einer Landkarte, die ihr in einem Ork-Lager gefunden habt, wurde eine Stelle ein paar Tagesreisen entfernt markiert. Es könnte sich um den Ort handeln, an dem die Zwerge gefangen gehalten werden. Jo. Dann setzen wir unseren Weg mal fort. Mehr können wir hier nämlich nicht mehr machen. Mit dem mutmaßlichen Standort eines anderen Lagers im Gepäck setzt ihr euren Weg fort. Hoffentlich hatten die Hawks ein bisschen was zu essen dabei. So, Andokai und Jeroen haben ein Level up. Tungdil hatte jetzt auch sein Level up. Braucht 4400 fürs nächste Level. Was übertrieben ist. Boindil braucht 1000 Erfahrungspunkte weniger. Andokai und Jeroen brauchen noch weniger. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir Tungdil schon die ganze Zeit mit dem Gepäck haben. So, Andokai. Magischer Schild oder Kettenheilung? Kettenheilung. Bei Andokai ist das eh egal. Die benutze ich so gut wie nie. Aber Jeroen brauche ich vielleicht später mal. Gegner in seinem Umfeld erhalten viel Schaden, dann bekommen sie Panik. Das klingt doch sehr schick. So, 15 Essen, eine Perle und ein Stärke-Elixier. Also ja, das Ork-Lager, das Albe-Lager scheint da hinten zu sein. Das heißt, wir können hier runter den Weg nehmen. Und dann bleibt es sich eigentlich gleich, ob wir hier kurz lang gehen. Dann da hoch. Ja. Gucken wir uns noch kurz das hier an. Etwas abseits des Weges stolpert ihr über eine alte Lagerstelle zwischen einigen Felsen. Ein zertrampeltes Lagerfeuer und die verstreuten Habseligkeiten, Papiere, Fläschchen und ein Umhang deuten darauf hin, dass der Reisende entweder in aller Eile fliehen musste oder dass er verschleppt wurde. Das ist ein Umhang der Ersten. Ich erkenne das Emblem wieder. Es gehört zum Clan der Grobklingen. Wir kennen nur einen Ersten, den es dieser Tage so weit nach Westen verschlagen hat. Den Zwerg, dessen Aufzeichnungen wir im Gasthaus gefunden haben. Sternenreißer. Wenn König Giselbart das Schwert wirklich geführt hat, wäre es ein unglaublich wertvolles Artefakt. Denkt nur, wenn es dieses Schwert wirklich gäbe. Es ist nicht wert, dafür sein Leben zu geben. Oder im schlimmsten Fall sein Leben zu geben und dann wieder aufzuerstehen. Ja. Suchen wir noch weiteren Hinweisen. Ihr schaut euch noch einmal genau um. Aber es gibt hier nicht viel, das euch helfen könnte. Der Boden ist zu hart für Fußspuren und die zurückgelassenen Gegenstände bekommt man bei jedem beliebigen Zwergenhändler. Ja, und Balindis nach dem Clan fragt. Weißt du etwas über die Grobklingen, Balindis? Der Clan ist jedem Ersten ein Begriff. Sie haben eine lange Tradition als Waffenschmieder, wobei ihre Werke oftmals exotisch ausfallen und auch schon als unzwergisch bezeichnet wurden. Sie experimentieren viel mit Klingenformen und Grifflängen. Ihre Waffen sind leicht zu erkennen. Klingt, als würde jemand aus so einem Clan durchaus großes Interesse an einem legendären Schwert haben. Ja. Gut, wir haben noch für 10 mal marschieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reicht also nicht ganz, aber wir kommen schon irgendwie durch. Das Essen sorgt ja nur dafür, dass wir uns heilen.
Was nicht ganz so wild ist. Ja. Gut, speichern wir mal. Einfach den aktuellen Spielstand überschreiben. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.